Ja, und wieder wird euch dieses kleine Lehrvideo präsentiert von der Technischen Akademie Bendig. Und bei Bedarf schaut ihr einfach mal auf die Homepage. Dort werdet ihr über die wichtigsten Dinge informiert. Hallo, heute beschäftigen wir uns mit der Industriemeister Basisqualifikationsprüfung NTG aus dem Jahre 2014, und zwar dem März. Besprechen möchte ich jetzt die Aufgabe Nummer 6. Aufgabe 6. Bei der Aufgabe 6 geht es darum, dass ein Pneumatikzylinder mit einem Betriebsdruck, und da schreiben wir uns gleich mal heraus, was dort alles gegeben ist. Gegeben. Also der Betriebsdruck P. Und wenn man so will, ist das auch gleich der Überdruck. Und das ist etwas, was man eigentlich an der Stelle natürlich gleich mal zu Papier bringen sollte. 6 bar. Die Volumenmenge Q beträgt 150 Liter pro Minute. Das ist das Fördervolumen Luft. Berechnen Sie den maximal möglichen Kolbenhub, das heißt also gesucht ist der Hub Das ist eigentlich der Weg, den der Kolben zurücklegt. Wenn ein Kolbendurchmesser D, und zwar der Bodenkolbendurchmesser von 35 mm, eine Hubzahl von N gleich 60 Hübe pro Minute macht, und bei einem